Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und natürlich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening präsentieren. Heute wollen wir mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar, wir haben die Säcke nicht geangelt, sondern es gibt einen Händler, wo wir die Säcke kaufen können. Das hatte ich ja im letzten Video schon mal angesprochen. Ein Viewer von mir hatte mir den Tipp gegeben, dass es bei dem Timewalker-Händler auch die Möglichkeit gibt, diese Angelsäcke gegen Timewalker-Marken zu kaufen. Wir brauchen 150 von den Marken, dann können wir einen Sack kaufen. Heißt, für unsere 20 Säcke brauchen wir 3000 Marken. Ich habe jetzt 13.000. Ich möchte nicht alle aufgeben, weil ich die immer eigentlich vorfarme. Immer wenn dann ein neues Event freigeschalten wird, also als letztes war es jetzt Raynor, dann konnte ich mir direkt immer alles kaufen, weil ich genug Marken habe. Also muss ich dann nicht erst anfangen zu farmen. Heißt, das Event geht live, zack, ich kann mir gleich alle Mounts, alle Pets, Toys und so kaufen. Deswegen will ich jetzt nicht alle Marken raushauen, aber 3000 Marken für die 20 Säcke, das bringen wir hin. Was haben wir denn jetzt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Säcke, oder? Sieht gut aus. Das ist schon der richtige Sack, weil irgendwie zeigt es mir jetzt bei dem nicht die Angel an, die ich nur brauche. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche nämlich jetzt noch eine von beiden Angeln. Ich habe letztens ja die erste schon bekommen und jetzt mal gucken. Vielleicht kriegen wir die zweite auch noch raus. Ich würde sagen, drückt mir die Daumen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und 4. Da war leider nichts drin. Nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, gib mir was, 12, 13, oh mein Gott, okay, 14, 15, 16, 17, habe ich mich verzählt, 18, nee, passt, 19, oh mein Gott, ich habe halt einfach gar nichts gekriegt. 3000 Timewalker-Marken einfach durch einen Gully rausgespült. So bitter. Also es funktioniert auf jeden Fall, ne? Dass ich mir dementsprechend da auch die Säcke holen kann. Bloß diese blöde Angelroute, die kriege ich halt nicht, ne? Jetzt bin ich am Überlegen, das waren jetzt nochmal 20 mehr. Heißt, ich war das letzte Mal bei 160. Jetzt müssten wir schon 180... Beutel aufgemacht haben. Gut, eine Angelroute haben wir. Mal gucken, ob wir dann beim nächsten Mal, wenn wir die 200 hitten, die zweite bekommen. Wäre natürlich nice, aber ja, das scheint hier doch schon ein bisschen eine beschissene Dropchance zu sein. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, wenn ihr wollt, schaut das nächste Mal wieder rein. Euer Tila, bis dann. Ciao.